Es ist wieder Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren NECA Alien Figuren Review. Heute schauen wir uns aus der Alien-Serie 5 mal den guten Bishop an. Schon wieder ein Bishop, aber dieses Mal ist es die Queen Attack-Version. Das heißt, ja, Bishop aus Aliens aus dem zweiten Teil, wie er aussieht, nachdem ihn die Alien-Königin angegriffen hat. Es ist vielleicht nicht so ganz jugendfrei, es sieht echt fies aus, aber ich finde, es ist doch eine sehr tolle Umsetzung von NECA. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie immer natürlich haben wir hier die NECA-Figur in ihrer tollen Clamshell. Obendrauf Aliens, ne? Und unten seht ihr schon Bishop Queen Attack. Das Ganze natürlich ab 17 Jahren aufwärts, ne? Also für reine Sammler, volljährige Sammler. Und ihr seht schon hier den guten Bishop in seiner Verpackung. Und wir sehen hier noch einen Facehugger und ein Ei. Da könnt ihr euch gleich schon mal drauf freuen. Auf der Seite seht ihr schon den guten Bishop, wie er da so ein bisschen liegt. Und es sieht nicht wirklich gut aus. Hier oben ein Alien-Königin-Arm. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Diese Dioramen gefallen mir generell sehr gut. Und hier seht ihr den Facehugger, wie er aus seinem Ei springt. Ja, auf der Rückseite auch nochmal, ne? Hier der gute Bishop, ne? Völlig zerfetzt. Und ja, sieht nicht wirklich sehr lecker aus, aber die Umsetzung der Figur ist doch echt gelungen. Und hier unten seht ihr noch, was in Serie 5 am Start ist für euch. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Links seht ihr Bishop, in der Mitte seht ihr Ripley. Die habe ich in der letzten Review für euch gezeigt. Solltet ihr die verpasst haben, schaut da doch gerne mal rein. Ich werde das Ganze natürlich hier auch nochmal eben fix verlinken für euch. Auf der rechten Seite sind zwei Variationen des Xenomorph Warriors, die ich auch letztes Mal, habe ich das schon erwähnt, mir nicht zulegen werde, weil mir reicht mein blaues Alien. Das hier ist einfach nur die Variation in Schwarz und eine in Rot. Ja, ich würde sagen, den guten halben Bishop packen wir jetzt mal aus und schauen ihn uns gemeinsam an. Und ich bin mal sehr gespannt auf die ganzen feinen Details. Jo, und nachdem ich die Clamshell geöffnet habe, kam mir erstmal ein richtig fieser Plastikgeruch, Klebstoffgeruch fast entgegen. Also der gute Bishop, unser guter Android hier, ja, hat einen fiesen Eigengeruch, ja. So, das, was ihr jetzt vor euch seht, ist, wie gesagt, der zerteilte Bishop. Es ist natürlich kein Mensch. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen, vor allem die jüngeren Zuschauer, Alien gesehen haben oder Aliens, den zweiten Teil. Es ist kein Mensch, also macht euch da keine Sorgen. In dem Sinne ist das hier nicht zu gory oder blutig. Ja, der gute Bishop, ich kann euch das kurz erklären. Es ist eine sehr weltberühmte Szene gewesen, gerade gegen Ende des Films, wo sich die Helden sozusagen in Sicherheit wiegen, kommt die Alien-Königin auf einmal überraschend doch zum Vorschein und durchbohrt Bishop von hinten und reißt ihn auseinander. Er lebt natürlich noch, ne? Weil er ist ja nun kein Mensch, er überlebt sowas. Aber ja, es ist eine Riesensauerei. Ihr seht, er ist komplett überströmt mit seinem weißen Blut. Ne? Und da unten hängen die Schläuche raus und die Kabel. Es sieht fast aus wie Gedärme. Aber ich finde, das sieht richtig geil aus. Also da hat NECA was gemacht. Uiuiui, sage ich euch. Wir gehen mal ein bisschen ins Detail. Vielleicht wollen das einige von euch auch gar nicht. Aber ja, fangen wir erstmal mit dem Kopf an. Da ist Bishops Kopf. Ne? Also ihr seht hier, er sieht sehr erschrocken aus. Das ist klar. Ne? Die Königin hat ihn voll erwischt. Ihr seht in seinem Gesicht so ein bisschen diese ganzen Falten und alles. Das sieht sehr cool aus. Hier oben drauf, überall das Blut. Alles, was hier weiß ist, das ist sein Blut. Er hat sozusagen das Blut gespuckt, ne, als die Königin ihn durchbohrt hat. Ihr seht auch hier vorne ist dieser Schlitz, wo der Schwanz sozusagen, diese Schwanzspitze dann durchkam. Ne, die steckte dann hier raus und hat ihn dann sozusagen hochgehoben. Also das ist schon echt eine fiese Figur, muss ich sagen. Das haben die toll gemacht. Detailtechnisch ist NECA da echt sehr verliebt. Ihr seht nun, falls ihr die andere Review gesehen habt, das ist immer noch Bishops blauer Jumpsuit, den er anhat. Auch hier an der Seite mit diesem tollen Zeichen. Auch das ist immer noch hier am Start. Die Kamera fängt das Gott sei Dank richtig gut ein, muss ich sagen. Ne? Ja, das Ganze natürlich jetzt überströmt mit diesen weißen Blutspritzern überall. Das sieht sehr matschig, sehr schleimig aus. Tolle Faltengebung und alles, das gefällt mir sehr gut. Aber ihr wollt ja nun unbedingt, dass ich hier weiter tiefer gehe und in die Eingeweide gucke. Ne? Da sind sie. Es ist ein Android oder ich weiß nicht, Android oder Cyborg halt. Ja, es sind keine richtigen Eingeweide. Ihr seht hier, ne, das sind alles Schläuche, die sind sehr fein gescalpelt. Das sieht super cool aus auf jeden Fall. Man möchte da eigentlich gar nicht so reingreifen. Fehlt nur so Matschgeräusch, sehr cool. Hier könnt ihr sogar noch diesen Mittelpart erkennen, der sozusagen seine Wirbelsäule darstellen soll. Das haben die toll gemacht. Es sind super feine, scharfe Details. Auch hier so ein bisschen, ne, so abgerissene Schläuche. Ihr könnt da richtig fies reingucken. Das hat NECA richtig geil gemacht. Mir gefällt es sehr.
Na, es ist wirklich eine Variation, wo ich schon bei der San Diego Comic-Con, ich glaube dieses Jahr hat man das schon im Display gezeigt, gedacht habe, oh verdammt, machen die das echt, das sieht Hammer aus. Und ja, ihr seht es, ne? Ja, es ist halt ein halber Mann jetzt, ihr seht das. Der Jumpsuit ist hier komplett abgerissen, weil da fehlt ja nun der ganze Unterteil. Hier ist so ein bisschen alles zerfetzt noch, ne? Wenn wir das Ganze jetzt mal von hinten anschauen, dann seht ihr auch hier, ne? Da ist der Jumpsuit in Fetzen gelegt. Und auch hier so ein bisschen mit Weißapplikation sozusagen das Blut dargestellt. Das sieht echt gut aus. Mir gefällt es. Es ist ein bisschen flach gehalten, weil diese Figur soll ja halt liegen, ne? So ungefähr. Ne? Aber dafür ist es wirklich nicht schlecht. Da könnt ihr, wenn ihr wirklich den Platz habt und ein Diorama machen könnt, wirklich was richtig Tolles draus machen. Ja, ansonsten, was kann ich euch sonst noch an diesem halben Bishop zeigen? Ich finde halt, er ist super toll gemacht. Er hat einen tollen Detailgrad auf jeden Fall, gerade diese ganzen Blutspritzerchen. Das ist nicht schlecht. Das sieht echt übel aus. Ne? Also das ist nur eine Fleischwunde. Ihm geht's ganz gut. Trotz alledem, dass es hier so ein auseinandergeschnittener Bishop ist, hat er sogar noch Bewegungspunkte. Was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Denn ja, ihr könnt auch so auf jeden Fall so ein bisschen noch posen mit ihm. Der Kopf sitzt ja, auf dem Balljoint. Ich weiß nicht, ob es ein Balljoint ist, aber ich denke mal schon, weil ihr könnt das Ganze 360 Grad drehen. Es ist keine Separation von Kopf und Nacken, das ist alles ein Teil, damit ihr ihn halt so ein bisschen noch nach oben gucken lassen könnt. Ne? Also nach unten einigermaßen, nach hinten geht das Ganze auch. Also da könnt ihr wirklich was Cooles machen vom Diorama. Die Arme lassen sich auch noch bewegen, das ist ja eigentlich nur die Bishop-Figur halt nur noch mal halbiert. Immer noch so weit nur auseinander, das finde ich sehr schade. Dann haben wir hier noch die einfachen Ellbogengelenke, die gehen ganz gut. Ne? Ihr seht das hier. Das klappt alles. Er kann jetzt halt sozusagen auch versuchen zu krabbeln. Die Hände sitzen hier auch auf diesen Gelenken, die er schon bei einer anderen Figur hatte. Aber hier sind sie halt ein bisschen steifer. Ihr könnt das Ganze 360 Grad drehen, aber diese Hinge-Bewegung hier ist auch hier sehr minimal. Ihr seht das, ne? Da ist nicht wirklich viel am Start für euch. Aber ich finde, das reicht. Diese Figur braucht nicht wirklich viel Bewegung. Ihr müsst ihn halt irgendwie so hinlegen, dass er versucht, sich noch so ein bisschen abzustützen. Macht so einen geschockten Gesichtsausdruck. Und das reicht. Andere Details hier dran sind noch halt, dass er hier noch seine Uhr hat. Ich denke mal, das können wir nachher noch mal kurz mit der anderen Bishop-Figur vergleichen. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Auch so der Hautton. So, jetzt habe ich es nicht. Hautfarbenton, das hört sich an. Ist nicht schlecht, ne? Also, schaut euch das an. Das ist eine coole Figur. Nicht schlecht. Wollen wir direkt zum Bishop gehen, zum Größenvergleich? Dann gucken wir uns kurz mal die beiden Bishop-Varianten an. Da sind sie. Auf der rechten Seite scheint es ihm noch recht gut zu gehen. Auf der linken Seite hatte er einen verdammt schlechten Tag, auf jeden Fall. Und da habt ihr mal den Direktvergleich. Ich kenne viele Reviewer, englischsprachige Reviewer, die meinten, okay, das Gesicht von dem jetzt zerfetzten Bishop sieht nicht so toll aus, aber mal ehrlich, wenn euch die Alien-Königin von hinten ersticht und euch auseinanderreißt, selbst da habt ihr als Android verdammte Schmerzen. Und ich finde, das ist ganz gut umgesetzt worden. Sein Gesicht sieht so ein bisschen geschockt aus, so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, gerade auch so durch diese ganzen weißen Blutspritzer. Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine tolle Umsetzung von Bishop. Und ja, die Details passen perfekt. Ich denke mal, so ein bisschen Reuse ist mit am Start. Die Uhr, die wir hier an dem zerfetzten Bishop sehen, die haben wir natürlich auch hier an diesem Bishop. Das sind beides sozusagen die gleichen Sachen, die gleichen Variationen. Und das finde ich nicht schlecht. Das haben die toll gemacht, auch so der Jumpsuit. Hier ist er halt so ein bisschen aufgerissen und hier ist so ein bisschen der Kragen schon umgeschwenkt. Sieht sehr, sehr cool aus. Also den kann ich euch definitiv als Aliens-Fans ans Herz legen. Wenn ihr ihn seht, schnappt ihn euch, schnappt ihn euch. Ja, das war jetzt erstmal Bishop. Kommen wir mal zu dem Alien-Eye und dem Facehugger. Denn auch das finde ich gut, denn jetzt haben wir endlich mal eine Variation, die wirklich auch in Scale mit den anderen menschlichen Figuren ist. Das Alien-Eye, muss ich sagen, haben die auch richtig toll gemacht. Mir gefällt der Paint-Job daran, mir gefällt vor allem, dass sie hier wieder so ein bisschen ja, Klarlack benutzt haben, damit das Ganze so ein bisschen glossy, schleimig aussieht. Das ist nicht schlecht. Ihr seht das, wie ich es in meiner Hand hält, wie ich es in meiner Hand halte. Es hat eine schöne Größe auf jeden Fall. Ne? Es sieht sehr, sehr schick aus. Schaut euch das an. Das hat was. Auch hier so ein bisschen so diese Sehnen, die hier dran sind. Das ist cool, wenn das Ganze jetzt hier umgeklappt ist. Wenn ihr da reinguckt, auch da sind tolle Details zu erhaschen. Ich kriege es jetzt gerade nicht unbedingt so mit der Beleuchtung am Start für euch. Aber auch das sieht wirklich gut aus. Ne? Ganz, ganz feine Details und es sieht wirklich sehr, sehr schleimig aus. Da hat Necker was Tolles gemacht. Und das ist sozusagen unser erstes großes Alien-Eye, was wirklich perfekt ja, zu den Figuren passt. Denn vom Größenverhältnis her, ich stelle es euch jetzt mal hier hin, ist das wirklich ein Ei, wo ich sagen muss, oh, da liegt sie schon. Welche Ripley nehme ich denn mal?
Ich nehme mal die aus der letzten Review, passend zur Serie. So, schaut euch das an. Das ist ein Größenverhältnis, wo ich sagen muss, mir passt es. Mir passt es sehr. Das sieht gut aus. So ist ungefähr die Größe auch im Film gewesen. Das ist nicht schlecht geworden. Also da kann es ruhig noch mehr geben. Es gibt auch noch von Necker irgendwas anderes, habe ich gesehen. Und zwar in Eierpappschalen gibt es noch mehrere Alien-Eier. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die auch diese Größe haben. Wenn ja, sehr cool. Dann könnt ihr für euer Alien-Diorama wirklich noch mehr machen, gerade mit der Alien-Königin. Da wird das Ganze richtig, richtig fett aussehen. Ja, kommen wir mal zum beigepackten Facehugger, der natürlich dann auch gut in Scale sein dürfte. Ich werde das Ganze jetzt mal ohne einen Schnitt hier zeigen, denn er ist hier. Da ist der kleine Kerl und er sieht auch sehr, sehr cool aus. Erinnert euch mal an das leuchtende Alien-Ei, was ich euch vor ein paar Monaten mal oder ein paar Wochen mal vorgestellt habe. Das ist eigentlich das Ganze nur noch eine Nummer kleiner und auch hier sieht das sehr gut aus. Er kommt so, wie ich ihn jetzt hier habe, in der Verpackung, sehr langgezogen mit seinem Schwanz. Ne, und ja, auch da Paintshop-mäßig ist der natürlich sehr cool. Ne, in so einem, ja, so einem bräunlichen Ton gehalten, so einem Mockerton könnte man sagen. Die vorderen Arme sind hier so ein bisschen angeklickt, ne, so angewinkelt wie so eine Spinne. Und wenn wir uns jetzt mal das Detail hier unten ansehen, da seht ihr das. Ne, das ist das Innere sozusagen und hier kommt dann dieser Schnorchel, nenne ich es jetzt mal raus, womit er dann in den Mund des Opfers reingeht, um das Ei zu legen. Und das sieht wirklich sehr cool aus. Selbst bei der Größe könnt ihr erkennen, dass die Arme sogar hier so diese komischen kleinen Fingernägelchen haben. Sehr geil. Also das ist immer wieder etwas, wo ich bei Necker echt begeistert bin, was den Detailgrad dieser kleinen Figuren angeht und den Paintjob. Da kann denen so schnell keiner was nachmachen. Das sieht sehr gut aus. Auch hier haben die wieder diesen Klarlack benutzt, damit das Ganze so ein bisschen schleimig aussieht, so ein bisschen matschig. Nicht schlecht. Was auch cool ist, die Figur hat hier im Schwanz einen Draht verbaut. Ihr könnt sozusagen den Facehugger noch so ein bisschen biegen. Ihr seht das, bis hier ist der Draht verbaut. Da, ne? Ja, und dann könnt ihr das Ganze drehen. Ihr könntet das sozusagen jemanden um den Hals schmeißen. Wenn wir jetzt noch eine separate Kane-Figur kriegen würden, dann wäre das gar nicht schlecht. Ja, und wie ist es mit dem Größenverhältnis? Holen wir nochmal Ripley dazu. Was sagen die Alien-Kenner und Alien-Fans unter euch? Haut das Größenverhältnis hin? Ich meine, wenn er nämlich jetzt hier raufhüpft, dann würde ich nämlich sagen, ja, das passt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist der Facehugger und sein Ei. Und das sind zwei tolle Accessories, die endlich in der Größe sind von den anderen menschlichen Figuren. Und das war's für diese Review, Leute. Das war der gute Bishop, die Queen Attack Version. Ich muss sagen, ganz, ganz toll. Gerade für Leute, die ein tolles Diorama bauen möchten. An dieser Stelle übrigens ein kleiner Gruß an Mörbit Flo. Schaut mal bei Mörbit Flo vorbei, denn der ist wirklich meiner Ansicht nach der Meister in solchen Dioramen. Der wird daraus wahrscheinlich echt was Tolles basteln. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Review. Wie gesagt, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, die Review war nicht zu lang. Das ist wirklich eins dieser kleinen Highlights aus der Alien-Necker-Reihe, wo ich sagen muss, schnappt sie euch. Ganz ehrlich, das sieht absolut cool aus mit tollen Details und auch gerade so das Alien-Ei mit dem Facehugger. Das gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin froh, dass ich das Ganze in meiner Sammlung habe. Leute, wir sehen uns dann, denke ich mal, irgendwann in der nächsten Necker-Review wieder. Ich weiß noch nicht genau, wann der Powerloader kommt. Mein Händler konnte mir bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wo ich das hier drehe, noch nicht sagen, wann der Powerloader für mich am Start ist. Aber wenn er da ist, dann wird er auf jeden Fall auch in einer schicken Review für euch zu sehen sein. Und da dürft ihr euch drauf freuen. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Bis denn dann und reingehauen. Tja, das war ja nun der gute Bishop aus der Necker Alien Serie 5, der gute halbe Mann der Synthet, den seine Kabel schon unten raushängen, plus das Alien Eye mit Facehugger. Auf jeden Fall was für Leute, die gerne ihre Figuren displayen oder halt auch mal ein paar Dioramen bauen. Habt ihr das letzte Video noch nicht gesehen, dann schaut mal auf die rechte Seite, denn da habe ich euch aus Serie 5 auch die Ellen Ripley verlinkt. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim Powerloader alle wieder. Macht's gut, Leute, bis denn dann und reingehauen.